Nein. Nein. Vielen Dank, dass du mir hilfst, Twilight. Ich habe mit Big McIntosh gewettet, dass ich es schaffe, alle Äpfel bis zum Mittagessen in die Scheune zu bringen. Wenn ich gewinne, muss er in einem von Grannys Kleidern die Hauptstraße runterlaufen. Es macht mir Spaß, dir zu helfen, Applejack. Aber ich bin auch erleichtert, dass wir es geschafft haben. Das Äpfelpflücken war anstrengend und hat mich hungrig gemacht. Oh ja, mich auch. Oh, bitte, Spike. Du hockst seit heute Morgen auf meinem Rücken und hast keine Kralle gekrümmt. Allerdings. Ihr zwei habt ja auch so lange gebraucht, dass ich vom Zusehen müde wurde. Ach, du hörst ja, ich brauche was zu essen. Nein. Warum? Aha. Oh, Spike, der Apfel sieht ja voll lecker aus. Ich... Spike! Was? Oh, das ist ein Brief von Prinzessin Celestia. Oh, hört, oh, hört. Ihre prachtvolle königliche Hoheit, Prinzessin Celestia von Equestria, freut sich mitteilen zu dürfen, dass am 21. diesen Monats die prachtvolle Galloping-Gala in der wunderhübschen Hauptstadt von Canterlot stattfindet. Ich, bla 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 bla, lade dich, Twilight Sparkle und einen Begleiter deiner Wahl ganz herzlich dazu ein. Oh, die prachtvolle Galloping-Gala! My little pony, my little pony. Wo zu Freundschaft gut sein kann. Doch dann botet ihr die Freundschaft mir an. Abenteuer, Spaß und Spiel und etwas fürs Herz. Von allem ganz viel. Lieb und freundlich zueinander sein. Und obendrein gibt's Zauberei. Meine ehrlichen Ponys, meine allerbesten Freunde seid ihr. Die prachtvolle Galloping-Gala. Sieh nur, zwei Karten. Wow, Wahnsinn. Ich war noch nie bei der Gala. Warst du da schon, Spike? Nein, und ich werde auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Mit so angerüschtem Mädchentütü-Quatsch kannst du mich jagen. Ach komm schon, Spike. Ein bisschen tanzen ist doch nett. Nett? Das ist ja wohl viel mehr als nur nett. Ich würde sofort hingehen. Stellt euch vor, ich hätte dort einen Apfelverkaufsstand. Die erschöpften Ponys könnten dann unsere leckeren Apfelprodukte kaufen, um sich zu stärken. Hast du eine Ahnung, wie viel Geld ich für unsere Scheune verdienen könnte? Mit dem Geld könnte ich dann unser Zuhause ganz schön auf Vordermann bringen. Zum Beispiel könnte ich das kaputte Dach reparieren. Big McIntosh könnte sich endlich einen schicken neuen Flug kaufen. Und Granny Smith endlich eine neue Hüfte. Ich würde meinen linken Huf dafür hergeben, zu dieser Gala gehen zu dürfen. Also, naja, wenn das so ist, hast du Lust mit... Ladies, wir reden doch hier von der prachtvollen Galloping-Gala. Rainbow Dash. Du hast mir erzählt, du wärst zu beschäftigt, um mir bei der Apfelernte zu helfen. Mit was warst du beschäftigt? Mit Spionieren? Nein, ich brauchte meinen Schönheitsschlaf. Und ich habe auch nur ganz zufällig gehört, dass du noch eine Extrakarte hast. Ja schon, aber... Ja, das ist ja so wahnsinnig toll. Die Wonderballs führen wieder ihre Flugshow auf der prachtvollen Galloping-Gala vor. Ich sehe es förmlich vor mir. Gerade wenn alle Ponys ihre Augen gen Himmel heben, um die Flugshow der Wonderballs zu verfolgen, taucht plötzlich noch jemand am Himmel auf. Ich, Rainbow Dash! Ich würde die Aufmerksamkeit des Publikums auf mich ziehen mit meinem super Hochgeschwindigkeitsgalopp. Sie werden praktisch hypnotisiert vom Pony, das fliegt wie der Blitz. Dann würde ich zum großen Finale ansetzen mit meinem Supernova-Blender. Ich schwöre euch, die Ponys würden durchdrehen. Die Wonderboys kämen gar nicht, um hinzuzugeben, dass ich die Beste bin und würden mich umwerben. Und dann würden sie mich in ihre Truppe aufnehmen. Kapierst du es denn nicht, Twilight? Ich schwör's dir, das könnte mein absoluter Durchbruch werden. Du musst mich mitnehmen. Jetzt halt mal die Luft an, du Nervensäge. Ich habe zuerst gefragt, ob ich sie begleiten darf. Ich habe aber noch nicht gehört, dass sie ja gesagt hat. Oh ja. Ich würde sagen, wer gleich das Hufdrücken gewinnt, der bekommt die Extrakarte. Jetzt hört auf. Das sind meine Karten, versteht ihr? Ich entscheide, wer mitgeht. Alles klar? Ich gebe die Karte derjenigen, die mir den besten Grund liefert, wieso sie dahin will. Genug Geld verdienen, um die Scheune zu verschönern? Die Chance bekommen, den Wonderballs was vorzufliegen? Granny könnte sich eine neue Hüfte kaufen. Mein Traum ging in Erfüllung. Oh Mann, ihr habt beide ganz schön viele gute Gründe.
Oh je, habt ihr das gehört? Leute, ich verhungere gleich. Also, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mit einem leeren Magen kann ich nicht denken. Also, denke ich beim Mittagessen weiter darüber nach und treffe dann eine Entscheidung, okay? Okay. Hast du dir schon überlegt, wem du die Karte gibst, Twilight? Nein, nein, noch nicht, Spike. Aber ich kann wirklich nicht denken, wenn ich hungrig bin. Also, wo gehen wir hin? Fledermäuse! Ich hab Fledermäuse im Gesicht! Hilfe! Moment, das sind doch Karten für die prachtvolle Gallopengala! Das ist die unglaublichste, fantastischste, sagenhafteste, hinreißendste, sensationellste Party in ganz Equestria! Da wollte ich schon immer, immer mal hin! Auf der großen Gallopengala war ich bisher noch nie. Auf der großen Gallopengala voller Glanz und Magie. Hip, hip, hurra! Aber nun besucht sie auch Pinky. Dort gibt es Luftschlangen, Lichterketten, Windräder und Luftballons. Ich schlag mir den Bauch mit Zuckerwürfeln, Lutschern, Eiscreme, Torte und Brause voll. Und am Schluss spiele ich mein liebstes aller Lieblingsspiele. Steck dem Pony den Schweif an. Auf der großen Galloping Gala war ich bisher noch nie. Auf der großen Galloping Gala voller Glanz und Magie. Auf der wohl prächtigsten, tollsten, mächtig wundervollsten Gala unserer ganzen großen Galaxie. Whee! Ich danke dir, Twilight. Das ist das unglaublich wundervollste, schönste Geschenk. Ja, und eigentlich... Das sind doch nicht etwa Karten für das, was ich denke. Ja! Twilight nimmt mich mit zur prachtvollen Galloping-Gala in Ketterlot. Die Gala? Ich habe bis jetzt jedes Jahr eine Spezial-Gala-Kollektion herausgebracht. Aber bis jetzt hat man mich noch nie dazu eingeladen. Dort ist der Ort, wo sich Stars und Prominenz treffen mit Glamour-Faktor. Und ich weiß genau, dort gehöre ich hin. Oh, denn mein Platz ist natürlich dort, wo er ist. Oh, er! Wer? Na, er. Leichthufig würde ich mich unter die Gäste mischen und alle würden sich fragen, wer ist diese geheimnisvolle Stute? Keiner würde darauf kommen, dass ich nur ein einfaches Pony aus Ponyville bin. Alle wären so hingerissen von mir, dass mich sogar Prinzessin Celestia höchstpersönlich empfangen würde. Und die Prinzessin wäre so beeindruckt von meinem Stil und meiner Eleganz, dass sie mich ihm vorstellen würde, ihrem Neffen. Den mit Abstand hübschesten, attraktivsten, begehrenswertesten Einhornhengst in Kinterlot. Unsere Blicke würden sich kreuzen, unsere Herzen verschmelzen und unsere Tanzschritte eine glückselige Einheit bilden. Er würde augenblicklich um meinen Huf anhalten. Und selbstverständlich würde ich ja sagen, wir würden eine königliche Hochzeit feiern, wie es eigentlich nur einer Prinzessin gebührt. Allerdings wäre ich natürlich nach meiner Heirat mit ihm, dem Hengst meiner Träume, eine... Oh, Twilight, ich kann es nicht fassen, dass du lieber mit Pinkie Pie hingehst, die nur feiern will und mir damit die Chance versagst, meine große Liebe zu treffen. Wie kannst du mir sowas nur antun? Hey! Angel, die sind ja perfekt. Leute, jetzt hört mir mal zu. Ich habe mich doch noch gar nicht entschieden, wem ich die Extrakarte geben werde. Noch nicht entschieden? Entschuldige bitte. Twilight, ich wollte dich fragen, ich meine natürlich nur, wenn du die Karte noch niemand anderem versprochen hast. Hm? Wie bitte, du willst auch auf die Gala gehen? Oh nein. Ich meine, ja, oder besser gesagt, irgendwie schon, wisst ihr. Die prachtvolle Galloping-Gala interessiert mich eigentlich nicht so sehr dafür, aber der unglaublich wunderhübsche private Garten der Prinzessin. Es heißt, die Blumen, die dort wachsen, seien die prächtigsten und wohlriechendsten in ganz Equestria. In der Nacht, in der die Gala stattfindet, heißt es, werden sie alle gleichzeitig blühen. Ihr glaubt gar nicht, was es dort für eine Tierwelt geben soll. Dort gibt es Enten und Tukans und Indianerdommeln, Kolibris, die Nektar saugen und niedlich grummelige Geier. Blaukehlchen, Rotkehlchen, Grünfinken, Rosafinken und Flamingos. Ach, herrje, Fluttershy, das klingt ja wunderschön. Moment, nicht so schnell. Rainbow Dash, sag mal, hast du mich verfolgt? Nein, ich meine ja, ich meine vielleicht. Das spielt doch keine Rolle. Ich kann nicht riskieren, dass du dich überreden lässt und die Karte eventuell irgendwem schenkst. Rainbow Dash, jetzt halt mal die Luft an. Applejack, hast du mich etwa auch verfolgt? Oh nein, ich bin nämlich nur Rainbow Dash gefolgt, um sicherzugehen, dass sie keine fiesen Tricks versucht. Du versuchst dir mein Ticket zu ergaunern. Wie bitte dein Ticket? Aber Twilight nimmt mich mit auf die Gala. Ich bin schon entschieden. Ich hab mich ganz gut.
Leute, es gibt gar keinen Grund, mich anzuschreien. Aber Twilight... Ich treffe hier die Entscheidung und ich werde mich von euch nicht beeinflussen lassen. Und damit das klar ist, ich kann bei diesem Krach nicht denken. Außerdem habe ich Hunger. Und jetzt verschwindet. Kusch! Ich lasse dich schon. Und macht euch keine Sorgen, ich finde schon eine Lösung. Hoffentlich. Spike, was mache ich denn jetzt nur? Alle meine fünf Freundinnen haben gute Gründe, auf die Gala zu gehen. Applejack oder Rainbow Dash, Pinkie Pie oder Fluttershy, Rarity. Oh, wem gebe ich denn nur die Karte? Haben Sie sich schon entschieden? Ich kann mich nicht entscheiden! Er wollte nur wissen, was du essen willst. Oh, ein Narzissen-Gänseblümchen-Sandwich, bitte sehr. Haben Sie zufällig Rubine? Nein? Na schön, ich hätte gern die Heupommes. Extra knusprig. Also, was denkst du, Spike? Nächstes Mal gehen wir in ein anderes Restaurant. Ich meine, ich mag ja Heu und das ganze Zeug, aber wieso können die nicht auch mal Edelsteine anbieten? Nein, ich würde gern deine Meinung zu meinem Kartenproblem hören. Ah, denkst du immer noch darüber nach? Spike, hör zu! Wer kriegt die Karte? Egal, für wen ich mich entscheide, die anderen werden sauer sein. Ich meine, ich könnte meine noch verschenken, dann wären es zwei Karten. Aber drei meiner Freundinnen wären dann immer noch enttäuscht. Und wenn ihr Sandwich. Oh, danke sehr. Das sieht so lecker aus. Ich bin sicher, wenn ich erstmal was gegessen habe, dann kann ich auch wieder klar denken. Madame, haben Sie vor, Ihr Sandwich im Regen zu essen? Hä? Es regnet doch nicht. Was? Wieso? Was ist denn hier los? Hallo, beste Freundin, die ich hier hatte und immer haben werde. Und? Genießt du den Sonnenschein? Rainbow Dash? Was treibst du da? Was meinst du? Ich habe gesehen, dass das klügste und großzügigste Pony von allen nass wird. Also habe ich ein Loch in die Wolke geschlagen, damit du dein Sandwich im Trockenen verspeisen kannst, mehr nicht. Rainbow, du versuchst doch nicht, mir extra Aufmerksamkeit zu schenken und extra Gefallen zu tun, nur weil ich eine extra Karte habe. Oder etwa doch? Was? Ich? Nein, 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 aber natürlich nicht. Das würde ich nie tun. Aha. Also ehrlich, ich versuche jedes Pony vorm Regen zu schützen. Rainbow, ich fühle mich nicht wohl dabei, eine extra Wurst gebraten zu kriegen. Also würdest du bitte sofort dieses Wolkenloch schließen? Wie du willst. Das ist besser. Twilight? Hey, es regnet. Ach nein, ehrlich? Na los, komm mit, bevor du dich noch erkältest. Hoppla, entschuldige, Rarity. Oh nein, ach, die paar Tropfen stören mich nicht. Ich meine, wir sind doch immer noch die besten Freundinnen, oder etwa nicht? Und du weißt, was beste Freundinnen alles füreinander tun, nicht? Ein neues Styling! Rarity, das ist doch wirklich nicht der... Au! Ich meine, danke, aber... Oh, das ist echt zu eng. Bitteschön. Oh, du siehst so hübsch aus, Herzchen. Ja, du hast recht, ich sehe wirklich gut aus. Und jetzt du. Oh, Spike, ich habe ja so ein verwegenes, schickes, feuriges Outfit für dich. Oh, Spike. So, jetzt fehlt nur noch ein Hut. Ich sagte doch, ich will mit diesem Galaschnicki-Schnacki nichts zu tun haben. Ich warte in der Bücherei auf dich. Spike war uns sowieso nur im Weg. Im Moment geht es nämlich nur um dich und wie wunderschön dein Outfit für die prachtvolle Galloping Gala ist. Moment, die prachtvolle... Und oh, ach du meine Güte. Na, wenn das kein Zufall ist. Ich habe ein Outfit, das genauso aussieht wie deins. Man wird uns beide für Zwillinge halten. Niemand auf dem Ball wird schöner, als wir beide sein. Alle werden sich darum reißen, sich mit uns zu unterhalten. Wir werden alle begeistern. Und am Ende dieser Nacht werden alle wissen, das wunderschönste, talentierteste und erfolgreichste Pony in ganz Equestria ist Rarity, das Einhorn. Und Twilight Sparkle ist natürlich auch ganz toll. Oh, ich weiß, was du vorhast. Du schleimst dich bei mir ein, damit du die andere Karte bekommst. Tut mir leid, aber so nicht. Du wirst auf meine Entscheidung warten müssen, genau wie alle anderen. So, und jetzt entschuldige mich bitte. Ich bin immer noch hungrig und will jetzt sofort was essen. Ach, du willst was essen, habe ich gehört. Das kann doch nur ein Witz sein. Ich habe hier Apfelkuchen, Apfelstreifen, Apfeltart, Apfeltaschen, Apfelkekse, Apfelcrumble und Apfelbrownie-Torte. Das Rezept ist von meiner Tante. Und was sagst du jetzt, beste Freundin? Oh, heißt das ja? Nein, nein! Ich weiß immer noch nicht, wem ich die Karte gebe, hörst du? Dieser Karren voller Leckereien macht die Entscheidung nicht einfacher. Applejack, ich bin jetzt noch unentschlossener als heute Morgen. Heißt das also vielleicht?
Wer hätte gedacht, dass man sich über so viele Gefallen so schrecklich ärgern kann? Fluttershy, nein, nicht du auch noch. Oh, da bist du ja, Twilight. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ich dachte, ich mache hier mal einen ordentlichen Frühjahrsputz oder so. Wir haben aber Sommer. Oh, na dann wurde es aber höchste Zeit, findest du nicht? Es war Angels Idee. Du machst doch nicht wegen der Karte hier sauber, oder? Oh, nicht doch. Ich habe hier nur sauber gemacht, weil du meine beste Freundin bist. Hab ich nicht recht, Angel? Oh, ja, der Frühjahrsputz war wegen der Karte. Nein, nein, nein! Also, ich danke dir und Angel dafür, dass es jetzt hier so sauber ist, aber ich möchte meine Entscheidung in Ruhe treffen. Das heißt, ich möchte nicht mehr belästigt werden. Warnung! Twilight steht als Freundin, steht zu mir, zu mir. Pinky. Sie ist wunderbar, ein Loblied sing ich ihr, nur ihr. Pinky. Eine Party und sie zu Ehren feiern wir, ja wir. Pinky. Und gibt sie diese Karte für die Gala mir. Pinky! Ja, Twilight? Die anderen Ponys hatten originellere Ideen, um die Karte zu ergattern. Warte, was für eine Karte? Welche Gala? Oh, wusstest du das nicht? Twilight hat doch eine extra Karte für die prachtvolle Galloping-Gala. Die prachtvolle Galloping-Gala? Oh Gott, soll ich dir vielleicht beim Unkraut jeden helfen? Ich würde gerne meine Möhren mit dir teilen, Twilight. Was sollen wir jetzt bloß machen? Versprochen. Laufen. Bitte vorwarnen, wenn du sowas tust. Ich hab das doch nicht mit Absicht gemacht. Los, Türen und Fenster verriegeln. Puh. Ha? Ja! Ich kann mich nicht entscheiden. Ich kann es einfach nicht. Ich weiß, wie wichtig euch allen diese Gala ist, aber ich kann mich nicht entscheiden, egal was für schöne Geschenke ihr mir macht. Denn ihr seid alle meine Freundinnen und ich will euch alle glücklich machen. Doch es geht nicht. Ich kann es nicht. Twilight, meine Süße, ich wollte dich echt nicht so unter Druck setzen. Ich hab's mir überlegt. Ich will die Karte gar nicht mehr. Gib sie doch einem anderen Pony. Ich werde auch nicht sauer sein, fest versprochen. Ich auch nicht. Ich hab ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ich daran denke, was ich dir angetan hab. Oh Mann, ich auch. Man darf Freunde nicht so behandeln. Twilight, es war wirklich unfair von mir, dich so unter Druck zu setzen. Ja, und das bedeutet, ich bekomme die Karte. Ich krieg die Karte. Ich krieg die Karte. Ach, wisst ihr, naja, so richtig ausgefeilt sind meine Moves noch nicht, um den Wonderboys vorzufliegen. Ich brauch die Karte auch nicht. Weißt du, irgendwie sind wir durchgedreht bei dem Gedanken, auf die Gala zu gehen, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass wir dich fast wahnsinnig gemacht haben. Es tut uns leid, Twilight. Achtung, bitte notiere. Liebe Prinzessin Celestia, eine wichtige Lektion im Leben ist, dass man lernt, mit Freunden zu teilen. Aber wenn das, was man teilen will, nicht ausreicht und man merkt, wie die besten Freundinnen darunter leiden, macht es einen sehr traurig. Also vielen Dank für die Einladung, aber ich kann beide Karten für die prachtvolle Galloping-Gala nicht annehmen. Was? Wenn meine Freundinnen nicht hingehen können, dann will ich auch nicht gehen. Ach, Twilight, das musst du doch nicht tun. Nein, ich habe mich entschieden. Spike, schick den Brief doch bitte ab. Jetzt kannst du auch nicht mehr auf die Gala gehen. Das ist in Ordnung, Leute. Ich hätte dort doch sowieso keinen Spaß gehabt ohne meine besten Freundinnen. Auch nicht hinzugehen ist die richtige Entscheidung. Hast du schon wieder irgendwas verschluckt? Kann man dich nicht einmal aus den Augen lassen? Ein Drache wie du kann schon mal vernünftiger sein. Heiliges Hufeisen! Ein Antwortbrief von der Prinzessin? Wow, na das ging ja schnell. Meine treue Schülerin Twilight. Wieso hast du das denn nicht gleich gesagt, liebes Pony? 6 Karten für die prachtvolle Galloping-Gala. Wie schön, jetzt können wir alle hingehen. Was sagst du dazu? Sollen wir dich zum Essen einladen? Das ist doch eine gute Art, sich zu entschuldigen. Ja, und ein guter Anlass zum Feiern.
Na toll, und wieso bekomme ich keine Karte für die Gala? Und eine Karte für dich, Spike. Ich meine, ist ja eklig, jetzt muss ich auch dahin gehen.